Stuttgart 21 ist viel mehr als nur ein Bahnhof im Zentrum der Landeshauptstadt. Stuttgart 21 ist die komplette Neuordnung des Bahnknotens Stuttgart. Ein entscheidender Baustein ist dabei die Anbindung des Stuttgarter Flughafens an das Fern- und Regionalverkehrsnetz der Deutschen Bahn. Auf den Fildern entsteht deshalb eine neue Bahnstrecke, auf der Züge künftig mit bis zu 250 Stundenkilometern fahren, ebenfalls ein neuer Bahnhof und damit eine einzigartige Verkehrsdrehscheibe für Baden-Württemberg, die vom Auto über das Flugzeug, Fernbusverbindungen, den öffentlichen Nahverkehr bis zum Regional- und Fernverkehr der Bahn fast alle Verkehrsträger miteinander verbindet. Wir schauen uns vom Bosch-Parkhaus über der Autobahn A8 aus an, wie die Bauarbeiten an der neuen Bahnstrecke zwischen Dezember 2021 und Juni 2023 vorangekommen sind. Hier ist der Flughafen zu erkennen. Links daneben verläuft die A8 und hier entsteht die neue Bahnstrecke. Von der Landesmesse aus, die am rechten Bildrand von der Kamera nicht mehr erfasst ist, verlaufen unterirdisch die drei Regenwasserleitungen quer zur Bahntrasse nach links in den Rennebach. Der Rennebach wiederum speist ein Regenrückhaltebecken, ebenfalls außerhalb des Kamerabildes. Wie im Vordergrund zu sehen, wird zur Sicherheit der Leitungen eine spezielle Querung neu gebaut. Wo in Zukunft die Gleise der Neubaustrecke verlaufen, müssen die Wasserläufe in Stahlbeton eingefasst werden. Wir sehen, wie die Querung mit Stahl bewehrt und schließlich betoniert wird. Im Hintergrund wurden nach und nach drei Kräne errichtet. Dort entstehen zwei Tröge und die ersten Tunnelabschnitte, die in offener Bauweise hergestellt werden. Züge, die künftig im eingangs erwähnten neuen Bahnhof am Flughafen halten, zweigen zunächst im nördlichen Trog von der Neubaustrecke in Richtung unterirdischen Bahnsteig ab oder münden nach ihrem Halt über den südlichen Trog wieder in die Neubaustrecke Richtung Ulm. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse zwischen Flughafen, Messe und diversen Straßen nutzen die Bauarbeiter jede noch so kleine Fläche als Baustelleneinrichtung. Zu erkennen, beispielsweise hier in den beiden Bereichen in der linken oberen Bildhälfte. Unterdessen sind die Bautrupps mit der Regenwasserquerung gut vorangekommen. Anfang April 2022 ist dieser besondere Betonkörper fertiggestellt. Nun kann nach und nach der Damm für die Bahnstrecke aufgeschüttet werden. Über der Regenwasserquerung verläuft auf einer Brücke die Auffahrt zur A8. Dahinter ist die neue sogenannte Frachthofbrücke zu erkennen. Beide wurden bereits im Jahr 2006 gebaut. Bei den jeweiligen Lichtraumprofilen hatte man damals schon berücksichtigt, dass unter beiden Brücken später einmal Hochgeschwindigkeitszüge durchfahren werden. Inzwischen sind die Erdarbeiten entlang der künftigen Bahnstrecke in vollem Gang. Beim Bau des Damms wird im Sinne der Nachhaltigkeit in erster Linie Aushubmaterial von anderen Bereichen der Baustelle verwendet, auch Ausbruch, der beim Vortrieb des Flughafentunnels anfällt. Es kann auch vorkommen, dass, wie im Juni und Juli 2022, Aushub im Bereich der Strecke einfach mal nur zwischengelagert wird. Der 2 bis 3 Meter hohe Damm wird in mehreren, jeweils etwa 30 cm dicken Lagen geschüttet. Jede Lage wird mit Walzen verdichtet. Ein solcher Damm wird nicht einfach nur aufgeschüttet. Ein Statiker hat zuvor festgestellt, in welcher Tiefe sich der notwendige feste Baugrund einstellt, bis zu dem gegebenenfalls erst einmal ausgehoben werden muss. Es ist August 2022. Die Kräne im Hintergrund sind nach und nach verschwunden. Was bedeutet, dass die beiden Betontröge im Rohbau fertiggestellt sind? Unterdessen wird der Damm weiter Lage um Lage aufgebaut. Beim Bau des Damms wird zuvor geprüft, ob das Erdmaterial geeignet ist, um die Lasten aus dem Bahnbetrieb aufnehmen zu können. Gegebenenfalls wird es mit Zement als Bindemittel aufbereitet und so der Unterbau der Strecke zusätzlich stabilisiert. Links neben der Strecke beginnt der Weiterbau eines Entwässerungsstrangs, der an die quer verlaufenden, vor Monaten eingefassten Regenwasserläufe anschließt. Im Oktober werden bereits die Arbeiter für den eisenbahntechnischen Ausbau tätig und setzen erste Oberleitungsmasten. Untrügliche Anzeichen dafür, dass aus dem kilometerlangen Band aus Erde und Zement ganz allmählich eine Bahnstrecke wird.
Anfang November 2022 ist das eben erwähnte, neben der Strecke befindliche Entwässerungsbauwerk fertig, der Bereich bereits wieder verfüllt. Es ist Winter, aber die Arbeiter können durchatmen, denn die kalte Jahreszeit 2022-2023 bringt nur kurze Phasen des Schnees, davon lässt sich auf den Filtern keiner ausbremsen. Im Zweifel wird einfach geräumt. Nach und nach werden weitere Oberleitungsmasten aufgestellt. Zuvor müssen die Fundamente in Beton gegossen werden. Dafür wird mehrere Meter in den Untergrund gebohrt. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, als in Deutschland noch Holzmasten aufgestellt wurden, bestehen die Masten im Bereich der Deutschen Bahn heute aus vorgespanntem Beton oder aus Stahl. Auch wenn Masten aus Spannbeton wirtschaftlicher sind, so werden dennoch häufig in Gitterform ausgebildete Stahlmasten aufgestellt. Das geschieht insbesondere dort, wo die Trasse beispielsweise unübersichtlich im Bogen verläuft. So hat der Lokführer eine bessere Sicht auf die Strecke. Inzwischen wurden die Masten bereits mit sogenannten Verstärkerleitungen verbunden. Es ist Frühjahr 2023. Im nächsten Schritt bereiten die Arbeiter den Bau der festen Fahrbahn vor. Feste Fahrbahn bedeutet, die Schwellen, auf denen die Schienen montiert werden, liegen später nicht in einem Schotterbett, sie werden einbetoniert, damit hier von Ende 2025 an Züge mit Tempo 250 fahren können. Wie der Bau der festen Fahrbahn verlaufen ist und von Mast zu Mast der Fahrdraht gezogen wurde, sehen Sie im nächsten vom Bosch Parkhaus gefilmten Video in etwa einem Jahr.